Hallo und herzlich willkommen bei Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckhardt und heute geht es um den Energieservice-Anbieter als relativ neue Marktrolle, bei der sicherlich einige auch sich immer noch nicht so ganz sicher sind, was machen die eigentlich, was sollen die innerhalb unserer Marktstruktur durchführen, wofür gibt es die, was ist der Mehrwert von denen und was dürfen die überhaupt? Und wenn man selbst schon auf dem Weg ist, vielleicht ein Energieserviceanbieter zu werden, dann ist es natürlich auch sinnvoll, sich die Prozesswelt rund um diese Rolle mal anzuschauen. Das wollen wir heute machen. Wer diesen Podcast auf YouTube oder Spotify hört, der schaut ihn sich auch an, denn da lade ich jetzt auch immer Videos hoch, vordergründig, wie ich erzähle, aber in diesem Fall auch, wie ich ein paar Dinge zeige. Das heißt, wer den Podcast nur hört auf meiner Webseite oder bei Apple oder wo auch immer, Google Podcasts, naja, bestenfalls kann man sich auch das Video anschauen oder einfach den Links folgen, die ich in der Folgenbeschreibung natürlich mit hinterlege. Ich gehe heute auf den ESA ein, weil das eine Frage war. Ihr könnt sie dann hier sehen, wenn ihr jetzt, wie gesagt, bei Spotify das Video oder bei YouTube das Video euch mit anschaut. Nämlich, hallo, vielen Dank für die super Erklärung zu diesem Thema. Mich würde auch das Thema der neuen Marktrolle Energieserviceanbieter ESA interessieren. Ist dazu eine Folge geplant? Viele Grüße. Dazu war keine Folge geplant, aber jetzt mache ich sie natürlich. Also vielen Dank für diese Frage, die hier direkt bei Spotify mit dieser Q&A-Funktion gestellt wurde. Also darüber könnt ihr auch gerne eure Themenvorschläge reinwerfen. Das ist dann immer unter der Folge selbst mit aufgeführt. So, und wenn wir uns jetzt anschauen wollen, was der ESA ist, na, dann erinnern wir uns vielleicht daran, dass es immer mal die ein oder andere Veröffentlichung gerade bei der Bundesnetzagentur oder auch beim BDEW, unserem Branchenverband, gab. Hier habe ich zum Beispiel eine Mitteilung oder eine Veröffentlichung der Bundesnetzagentur aus 2022 zur Umsetzung des Beschlusses BK6 2160 im Bereich der WIM. Das war die Marco 2022. Da gab es hier eine Ergänzungsveröffentlichung, ne, Mitteilung Nummer 6 war das damals, namens Mustereinwilligungserklärung des Anschlussnutzers zur Übermittlung von Messprodukten durch den MSB an den Energieserviceanbieter des Anschlussnutzers ESA. Und allein diese Überschrift kann schon relativ klar machen, um was es hier geht und was der macht. Nämlich, es geht um eine Mustereinwilligungserklärung des Anschlussnutzers, also des Endkunden. Der Endkunde wird hier praktisch eine Vollmacht an den ESA, an diese Marktrolle geben, zur Übermittlung von Messprodukten durch den Messsteinbetreiber. Und genau das ist der ESA. Er ist ein Endkundendienstleister, der in dessen Auftrag an seine Messwerte rankommt, um damit irgendetwas anzufangen. Der große Vorteil wäre jetzt hier natürlich im Kontext des Smart Metering zu sehen, wo wir dann eben nicht nur einen Messwert pro Jahr haben, sondern vielleicht einen Messwert pro Viertelstunde. Und man da heraus natürlich verschiedene Interpretationen ziehen könnte, auf die der Kunde von alleine nicht kommt, weil er sich damit nicht weiter beschäftigen will oder kann, sondern er hier vielleicht einen Dienstleister gebrauchen könnte, der ihm tatsächlich Einsparempfehlungen oder Verhaltensempfehlungen oder vielleicht auch Kaufempfehlungen geben könnte, wie, hey, bei deinem Verbrauchsverhalten würde sich eine Photovoltaikanlage zum Beispiel auf jeden Fall lohnen. Bei dir würde sich ein Balkonkraftwerk schon lohnen, bei dir würde sich ein Speicher lohnen oder vielleicht hast du das auffällig viel Verbrauch. Schau mal, was du da vielleicht ändern kannst in bestimmten Uhrzeiten. Ja. Der Vorteil am Smart Metering wird ja dann sein, dass wir mit dem intelligenten Messsystem wirklich pro Viertelstunde einen Zählerstand haben. Und damit lässt sich natürlich auch ein Verbrauchsverhalten ganz gut ableiten für diejenigen, die damit was anfangen sollen. Und das wäre in diesem Fall ja ein Dienstleister, der vom Kunden beauftragt wird, genau das zu tun. Von daher ist das eigentlich eine sehr schöne Idee. Damals hier im August 2022 wurde also eine Mustereinwilligungserklärung eingeführt, damit wir innerhalb der Branche so ein Standardblatt haben, was man dann als Energieserviceanbieter dem Kunden hinlegt. Hey, unterschreib mir das mal, damit ich das dem Messsteinbetreiber vorlegen kann, so als Legitimierung, dass ich wirklich jetzt hier für dich als Kunden unterwegs bin. Also daran werdet ihr euch vielleicht erinnern, wenn ihr schon eine Weile in der Branche unterwegs seid. In diesem Fall sind es ja keine 2 Jahre, das passt schon. Wenn man natürlich über eine Marktrolle innerhalb der Energiewirtschaft spricht, dann muss man nicht weit suchen, sondern geht dann direkt in das Rollenmodell der Marktkommunikation im deutschen Energiemarkt beim BDEW. Auch das verlinke ich natürlich unten in der Videobeschreibung. Und dort habt ihr auf Seite 12 eine tabellarische Auflistung der diversen Marktrollen und der üblichen Abkürzungen. Und da steht eben auch Energieserviceanbieter des Anschlussnutzers.
Abkürzung ESA. Und dann die Beschreibung. Der Energieserviceanbieter des Anschlussnutzers fragt im Auftrag des Anschlussnutzers Werte an und verarbeitet diese. Das ist also auch die Dienstleistung, der Mehrwert dieser Rolle. Er verarbeitet die Messwerte, um daraus eben eine Interpretationsgrundlage, eine Empfehlung, was auch immer zu generieren. Zusatzinformation. Der Energieserviceanbieter des Anschlussnutzers verfügt über eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Einwilligung des Anschlussnutzers. Dafür gab es diese Mustererklärung von gerade eben. Der Energieserviceanbieter des Anschlussnutzers nutzt die angefragten Werte ausschließlich im Verhältnis mit dem Anschlussnutzer, also er darf sie nicht irgendwo hochladen und weiterverarbeiten oder wie auch immer dem nächsten Versorger als Vertriebsgrundlage noch mitschicken, sondern natürlich, er nutzt sie nur im Rahmen seiner Beratung. Und auch hier nochmal ganz klar, in dieser Tabelle steht dahinter Sparte Strom. Er ist nur in der Sparte Strom unterwegs und schlussendlich auch nochmal das X, wenn ihr das hier seht, ganz am Ende in der Spalte, haben wir noch den Hinweis Marktkommunikation zur Verwendung freigegeben, denn der ESA ist auch Teil der definierten Marktkommunikation. Das schauen wir uns gleich noch an. Das heißt, wer zum Beispiel als Messsteinbetreiber unterwegs ist, der wird schon den ein oder anderen Kontakt mittlerweile mit ESAs gehabt haben, weil die eben mittlerweile auch komplett bei Edifact und Co., also bei Ediat Energy, geonboardet sind. Jetzt stellt man sich aber vielleicht ja noch die Frage, ja okay, wer ist denn nun Energieserviceanbieter? Wie viele gibt es denn überhaupt? Und da kann ich euch nur empfehlen, geht auf die BDEW-Code-Liste, wo ihr zum Beispiel Namen von Marktunternehmen eintragen könnt, also Stadtwerke Musterhausen meinetwegen. Und dann kriegt ihr zum Beispiel die hinterlegten Kontaktdaten und auch die Marktpartner-ID-Nummer. Andersherum, wenn ihr eine Marktpartner-ID-Nummer irgendwo findet, und ihr wisst nicht, wer es ist, dort eintragen, findet ihr den Namen. Ihr könnt aber auch einen anderen Trick machen, weil über diese Suche hier wird alles angezeigt, was in der Ergebnisleiste steht und in dieser Zeile steht auch die Marktrolle. Wenn ich also andersherum die Marktrolle suche, finde ich alle hier registrierten Marktteilnehmer mit dieser Rolle. Ich kann also einfach nur Energieserviceanbieter dort ausschreiben in dieser Suchliste. Na, wo ihr sonst den Namen oder die Marktpartner-ID-Nummer eintragt, da könnt ihr auch einfach die Rolle Energieserviceanbieter ausschreiben. Geht auf Suche. Und dann habt ihr im Moment, ich scrolle mal nach unten, ihr habt 115 Ergebnisse. Ich habe diese Suchanfrage in den letzten zwei Jahren, seitdem es diese Rolle gibt, einige Male gemacht, auch immer mal um zu demonstrieren, wenn es so die Frage gibt, was macht denn der ESA und so, wie viel es da aktuell gibt. Und es gab Zeiten, da waren das so 30, dann gab es mal so 60 und in dem letzten Jahr hat sich das praktisch verdoppelt auf jetzt über 100 Marktteilnehmer, die diese Rolle des ESA wahrnehmen. Und warum sie das tun, habe ich ja am Anfang nun schon angedeutet. Sie generieren einen Mehrwert für den Endkunden in der Verarbeitung von Messwerten, um daraus eben eine Beratungsgrundlage, was auch immer, Einsparempfehlungen zu generieren. Und das ist ein konkreter Mehrwert für den Endkunden. Dafür ist er bereit, Geld zu zahlen. Und das ist dementsprechend auch eine Tätigkeit, die man eigentlich auch klassischerweise bei anderen Bereichen der Energieunternehmen sehen könnte, sei es Messstellenbetrieb oder eben sei es der Versorger. Und deswegen ist es klassischerweise auch etwas, was man innerhalb des Stadtwerks ja gut behalten könnte als Aufgabe. Und jetzt gibt es hier Dienstleister, die das auch machen. Wenn ich aber in der Liste der Marktteilnehmer hier scrolle, sehe ich auch ein paar Stadtwerke, die mittlerweile diese Rolle des ESA ausgeprägt haben. Ich werde jetzt mal beispielhaft die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck öffnen. Das seht ihr. Die sind mit dieser Firmierung Lieferant, Bilanzkreisverantwortlicher, Messsteinbetreiber, Betreiber einer technischen Ressource, also Anlagenbetreiber, und sie sind Energieserviceanbieter des Anschlussnutzers. Da seht ihr auch die Marktpartner-ID-Nummer und die Kontaktdaten sind dann hinter diesem Informationssymbol. Das heißt, auch Stadtwerke machen das, um eben hier einen Teil der Wertschöpfung eben nicht rauszugeben, sondern im eigenen Haus zu behalten. Wenn ihr so durchscrollt, seht ihr da auch jede Menge andere Häuser, neben typischen Dienstleistern der Branche, aber auch mal sowas wie, ich nehme das auch mal beispielhaft gerne, Johanniter Unfallhilfe e.V. Johanniter, kennen wir ja, die fahren zum Beispiel, wie auch die Arbeiter-Samariterbund, Krankenwägen, haben Einrichtungen, also auch Liegenschaften, die sie dort bewirtschaften. Und dementsprechend kann ich mir gut vorstellen, dass die hier für ihre eigenen Liegenschaften praktisch das Energiecontrolling machen und dementsprechend als Rolle Energieserviceanbieter hier offiziell die
Werte vom Messstellenbetreiber anfragen können und ganz wunderbar verarbeiten können. Na, also sowas könnte da auch sicherlich der Hintergrund sein. Und ansonsten sind es hier, wenn wir einmal durchscrollen, viele, viele Dienstleister, wie man sie an anderen Stellen auch innerhalb der Branche kennt. Also wer sich fragt, wer macht das überhaupt, kann diese Suche hier jederzeit nutzen. Dann ist immer noch die Frage, okay, die können jetzt Messwerte anfragen, aber wie machen die das? Schreiben die eine E-Mail, schicken die eine Brieftaube raus? Natürlich nicht, wir sind bei EDI@Energy. Und haben dort ja verschiedene Dokumente. An anderen Stellen habe ich mal erklärt, das ist so die Nachrichtenbeschreibung des Datenaustauschs. Das heißt, hier sind die verschiedenen Formate ausdefiniert, mit denen also zum Beispiel der Lieferantenwechsel, eine Stammdatenübertragung, eine Rechnung, ein Zählerstand übertragen werden. Und wenn es jetzt darum geht, Messwerte anzufragen und zu verarbeiten, ist das ja eine Bestellung. Und deswegen haben wir dann hier das Format Orders als Edifact Nachrichtentyp, in welchem dann genauer beschrieben wird, wie das dann eben gemacht wird. Und ich werde für die, die es sehen können, jetzt natürlich hier nicht komplett durch diese Anwendungshandbücher durchgehen, aber einfach nur beispielhaft für die, die sich damit weiter beschäftigen wollen, wenn ihr in die Orders geht, also in das Handbuch, wo unter anderem dieses Bestellformat mit drin ist, habt ihr dann auf Seite 246 im Moment das Kapitel 4.15 Übermittlung von Werten an ESA, also an den Energiesourcenanbieter. Und da gibt es jetzt also verschiedene Formate. Also natürlich, ich habe es mit Orders angefangen. Am Anfang ist es ja noch ein, ein Bestellprozess, ein Angebotsprozess. Deswegen beginnen wir natürlich mit einer Requote, also ein Request for Quote, eine Anfrage für ein Angebot. Wo dann, ne, Anfrage von Werten, ESA an MSB, dieser Energiesourcenanbieter, wenn es am Markt angekommen ist, über seine definierte EDI@Energy Datenaustauschverbindung den Messstellenbetreiber, der beim Kunden vor Ort für den Zähler zuständig ist, eine Anfrage für ein Angebot praktisch schicken kann und dann, naja, wird da halt reingeschrieben, ne, Lieferdatum, allgemeine Hinweise in dem Freitext, ne, ich bin halt der ESA von hier, bla bla bla, und dann muss da praktisch ein Angebot angefragt werden. Das Angebot, jetzt kann ich einfach mal schauen, dass ich hier vielleicht mit dem Suchbegriff ESA einfach weiterkomme. Das habe ich jetzt natürlich nicht komplett vorbereitet. So, das war jetzt der Request for Quote. Und dann müssten wir nämlich bald weiterkommen an die Quotes selbst. Ja, hier genau. Angebot zur Anfrage von Werten Quotes. Das ist also ein Angebotsformat, in welches dann praktisch die Preiswilligkeit geschrieben werden kann oder auf ein Preisblatt verwiesen wird. Das kommt dann jetzt vom Messstellenbetreiber an den ESA. Angebot zur Anfrage von Werten. Und dann seht ihr da zum Beispiel, dass auch hier, ne, Startdatum oder frühestes Datum, Zeitraum, Gültigkeitszeitspanne, zusätzliche Freitextnummer, eine Nummer der Anfrage ist eine Angebotsnummer, die dann praktisch referenziert werden kann. Euro, Währung der Rechnung wird angegeben und dann diverse Kontaktdaten, der Meldepunkt. Da gehen wir dann also auch auf den Identifikator weiter ein, Richtung der Lokationen, wo dieser Messstellenbetreiber nun zugeordnet ist. Der ESA kann ja das nicht unbedingt wissen, weil der Endkunde ihm natürlich im Regelfall keine Malo-Nummer mitgibt, weil der Endkunde kennt seine Malo-Nummer nicht, ne, seine Marktlokationsnummer. Und dann, ne, Produktidentifikation, da wird dann der Messproduktcode eingetragen und das ist dann die, das ist die Ablesung, die hier praktisch angeboten wird. Wir kommen gleich noch darauf. Das heißt, in diesem Angebotsformat würde dann der Messstellenbetreiber also die Messproduktcodes, also die Arten von Ablesungen, aufführen mit Preisen, deswegen drunter der Verweis auf Artikel-IDs, die dann in Preisblättern wiederum referenziert werden, sodass dann der ESA damit arbeiten könnte. Und dann gehen wir mal noch weiter, jetzt sind wir ja noch bei der Quotes, also bei dem Angebotsformat, und dann würden wir ja in absehbarer Zeit, klick, 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 bei der Orders ankommen. So, das ist dann hier Seite 261, also das ist alles in diesem Kapitel 4.15. Da haben wir dann Bestellung und Abbestellung von Werten, Orders, Bestellung von Werten, ESA an MSB und da ist dann wieder darauf zu verweisen, ne, welchen Zeitraum haben wir, Ausführungsdatum, Startabo, Endeabo, ohne Abo jeweils angegeben, Angebotsnummer wird referenziert, ne, das ist dann die Quotes, auf die ich mich dann einschieße und dann haben wir nochmal diverse Kontaktdaten vom ESA,
Trennung von Positions- und Summenteil. Jetzt wird also die das ist das Ende der Nachricht. Habe ich jetzt hier schon, habe ich das jetzt überscrollt? Ja genau, weil dann kommen wir schon weiter an die Order Change. Was hat er jetzt hier genau bestellt? Smartpartner, Identifikator, Nachrichtennummer, Angebotsnummer. Ah, er bestellt gemäß des Angebotes für einen Zeitraum. Er würde dann also die angebotenen Fähigkeiten aus der Quotes hier für sich in Anspruch nehmen. Naja, ihr seht, ich habe das jetzt nicht vorher einmal komplett durchgespielt, deswegen muss ich selbst ein bisschen herumscrollen und suchen. Okay, damit ist also ein Bestellweg definiert, über den der Messstellenbetreiber dann dem ESA verschiedene Arten von Messwerten zukommen lassen würde. Wir haben dazu noch ergänzend einen Hinweis bei der IFTTTR. Die IFTTTR ist ein Statusformat, wo hier der Status einer Bestellung zum Beispiel noch mitgegeben werden kann, wo wir dann also den Verweis auf die WIM haben. Da gucken wir gleich auch noch rein. Auch da, Vorgangsnummer wird referenziert, Bestellung ist dann durchgeführt und damit weiß dann auch der ESA, die Werte sind unterwegs. Was für Werte sind das jetzt? Dafür gehen wir auch bei Ediot Energy auf die Codeliste der Konfiguration, weil die Werte selbst sind einfach nur MS-Cons, ne, das kennt ihr im Zweifel, das ist auch ein weiteres Format, das ist einfach nur das Energiewert-Zählerstandsformat, da kommt dann einfach die Energiemenge rein. Hier drin finden wir nämlich unter anderem die Messproduktcodes, die für verschiedene Tätigkeiten innerhalb der Branche bestellt werden können, also immer vom Messstellenbetreiber oder vom Smart Meter Gateway dann übertragen werden. Und ich finde da zuerst im Kapitel 2 die Werte nach Typ 1, das sind die abrechnungsrelevanten Werte, die also in der klassischen Energiewirtschaft zwischen Netz und Versorger und Bilanzkreisverantwortlichen und so weiter hin und her ausgetauscht werden können. Und dann findet ihr Gas und dann die Werte nach Typ 2. Werte nach Typ 2 sind nicht abrechnungsrelevante Messwerte und sind so Schaltungen. Jetzt seht ihr sowas wie Ad-Hoc-Steuerkanal oder Schaltzeitdefinition. Das sind nochmal andere Dinge, aber ihr findet eben auch Messprodukte. Unter 4.6 findet ihr die Codelisten der Messprodukte Strom für ESA. Da haben wir 5 Seiten, in denen jetzt also verschiedene Messwerte beschrieben sind, die der ESA nun offiziell bestellen darf vom Messstellenbetreiber. Und da sehen wir dann zum Beispiel den Lastgang Verbrauch viertelstündlich, Lastgang Erzeugung viertelstündlich. Ne, ihr habt dann hier in dieser Tabelle eben aufgeführt, auf welcher Basis, ne, Messlokation oder Marktlokation, wo also eine Summe schon gebildet werden würde. Ist es Wirkarbeit oder Blindarbeit, seht ihr unten dann auch. Ne, Blindarbeit ist ja, ich sag mal, nicht direkt verbrauchbar, aber wird durch zum Beispiel die Infrastruktur des Endkunden, das wäre in diesem Fall vor allem ein Industriekunde, also durch Trafos, Umspannungen und so weiter, wird Blindarbeit provoziert. Und die verstopft praktisch die Leitung, die sollte deswegen auch abgerechnet werden, ne, grob gesagt. Und das wird eben dann ja auch nun wieder gemacht werden auf Basis der Netzlokation, habe ich auch schon mal irgendwann erwähnt. Und vielleicht will das der Kunde auch einfach regelmäßig bekommen und könnte deswegen über den ESA sich auch die Blindarbeit hier immer bestellen. Ihr seht dann also hier verschiedene Angaben, das sind immer so viertelstündliche Auflösungen, auch mal auf einer Tranchenebene, was also auch in der Einspeisung wichtig wäre, auf einer Marktlokationsebene. Auf der Netzlokationsebene für die Blindarbeit, super wichtig natürlich, etc. Dann findet ihr beispielsweise auch die Ist-Einspeisung in einer einminütlichen Auflösung, was also für Einspeisanlagen, Erzeugungsanlagen super wichtig wäre, dass auch hier über den Weg des ESA der Endkunde praktisch an die Werte kommen könnte vom Messstellenbetreiber. Auch das viertelstündlich, einmalige Ist-Einspeisungswerte, Schwellwertüberschreitungen, Mehrwertdienste. Einminütlich, das ist dann auch eine ganz interessante Geschichte, wo wir dann eben sagen, haben wir dann weitere Fähigkeiten am Smart Meter Gateway in Richtung dieser Schaltfähigkeiten. Dann haben wir unsere Steuerung von Erzeugern und von Verbrauchern und irgendwann ja auch Smart Home Geschichten, wo wir ja auch so Steuerkanäle und Messkanäle praktisch bräuchten. Das wäre auch hier eventuell berücksichtigbar und dann ist es das auch schon. Ja, also das ist dieses Kapitel 4.6. Auf 5 Seiten haben wir eine ganze Menge von verschiedenen Arten von Werten, die der ESA also offiziell bestellen darf. Und dann wird das übertragen über die MS-Cons. Also ganz, ganz klassischer Weg, kein Problem. Beziehungsweise haben wir dann auch
mittelfristig eventuell den Weg, das über das Smart Meter Gateway halt mit so der direkten, ich sag mal, so Serverabfragen mit APIs, ne, mit so offenen Schnittstellen auch Daten direkt übertragen werden können, in was auch immer für eine Form. Das ist ein Thema für ein anderes Mal. Aber in der klassischen Welt, Messstellenbetreiber schickt es direkt an den ESA. Ja, klar. So, dann haben wir jetzt also eine Idee davon. Es gibt den ESA, der hat hier definierte Prozesse, über die er an Werte kommen könnte. Er kann das nämlich bestellen, kriegt Statusmeldungen, folgende Messprodukte kann er eben haben. Über die MS-Cons werden sie ihm übertragen. Und dann wird der ESA halt nochmal erwähnt in unseren Marktregeln, einmal in der GBKE und auch nochmal in der WIM. In der GBKE haben wir unsere Wechselprozesse, Stammdatenprozesse, Abrechnungsprozesse und auch unsere Kommunikationsdatenprozesse. Da ist der ESA nämlich ganz hinten mit dabei, Seite 273, also kurz vor dem Ende, nämlich Initialübermittlung und Aktualisierung der Kommunikationsdaten zwischen MSB und ESA. Es ist also auch da am Anfang einmal wichtig, dass sich der Energieservice-Anbieter, wenn er jetzt am Markt ankommt und übernimmt, ein Beratungsmandat für einen Endkunden, dass er sich dann eben beim örtlichen Netzbetreiber, Messstellenbetreiber, meinetwegen auch beim Versorger meldet, aber vor allem für die EDIFACT-Kommunikation beim Messstellenbetreiber. Das ist der Weg. Er meldet sich, hey, ich bin der ESA, und dann haben wir den Kommunikationsweg vom Messstellenbetreiber an ihn mit, hey, hier sind meine Daten, oder auch vom ESA an den Messstellenbetreiber, hey, hier sind meine Daten, damit man diese EDIFACT-Kommunikation von gerade eben überhaupt richtig aufbauen kann. Also hier wird praktisch gesagt, das und das ist meine E-Mail-Adresse. So. Und das ist auch schon die einzige Erwähnung hier in der GBKE. Da wird einfach nur darauf verwiesen, dass die ESAs mit den MSBs in einer klassischen EDIFACT-Kommunikation auch bestehen. Innerhalb der WIM, Wechselprozesse im Messwesen, haben wir natürlich ein paar mehr Erwähnungen für den ESA. Wir haben dort nämlich ganz am Ende auch Kapitel 4, Anfrage und Übermittlung von Werten durch und an den ESA. Nochmal so ja, 13 Seiten, wo es im Großen und Ganzen nur um den ESA geht. Einmal, 4.1, Anfrage und Bestellung von Werten durch den ESA. Das ist das, was wir uns gerade angeschaut hatten mit diesem Angebots- und Bestellprozess. Dann Übermittlung von Werten vom MSB an den ESA. Das ist dann die MS-Cons, die an ihn zurückgeht. Das Ganze wird auch eventuell wieder beendet von einer der Seiten und dann schlussendlich natürlich auch noch Abrechnung einer für den ESA erbrachten Leistung, das also gemäß eines Preisplatz der Messstellenbetreiber dem ESA dann auch noch eine Rechnung schreibt. Und das ist eine relativ auch klare Prozesswelt, das ist sehr, sehr logisch, ihr habt es ja gesehen, der ESA darf sich daran bestellen, dafür will der Messstellenbetreiber natürlich auch Rechnung schreiben. Also, auch hier, das was wir vorhin gesehen haben, der ESA stellt die Anfrage von Werten an den Messstellenbetreiber, der antwortet mit einem Angebot, dann wird bestellt. Die Bestellung wird beantwortet, damit wird praktisch das Abo gestartet und dann werden im nächsten Bereich die Werte übermittelt. Relativ simpel, Messstellenbetreiber an den ESA, Wertübertragung, ne, MS-Cons halt. Ne? Hier auch nochmal wichtig, die Häufigkeit und Frist richtet sich nach der bestellten Übermittlung von Werten zwischen MSB und ESA. Der ESA sagt also, ich möchte meinetwegen diese Einspeisedaten einminütig. Dann werden die auch einminütig meinetwegen übertragen, aber dann werden auch die Kosten entsprechend einer einminütigen Übertragung berechnet. Ne? So ist hier praktisch das Ganze auch zu verstehen. Und ganz am Ende haben wir dementsprechend auch bei der Abrechnung da auch eine relativ klare Haltung. Messstellenbetreiber schickt eine Rechnung einer für den ESA erbrachten Leistung an den ESA. Der antwortet mit einer Rechnungsfreigabe oder mit einer Rechnungsreklamation. Und dann wird hier weiter verarbeitet. Die Rechnung wird unverzüglich nach praktisch Zustandekommen der Leistung gestellt. Hier steht auch nochmal, das Zahlungsziel darf 10 Werktage nach Empfang der Rechnung nicht unterschreiten. Das heißt, wenn ich jetzt will, dass der in 20 Tagen bezahlt, dann muss ich jetzt in den nächsten Tagen die Rechnung hinschicken. So in etwa kann man sich das also vorstellen. Die Antwort auf diese Rechnung muss dann innerhalb von 4 Werktagen vor dem Zahlungsziel spätestens kommen. Das heißt, wenn ich jetzt 10 Werktage vorher die Rechnung bekomme, habe ich praktisch 6 Werktage Zeit, das Ding zu prüfen und dann zu sagen, ja oder nein. So simpel ist auch hier die ESA-Welt schlussendlich gehalten. Heißt, wer sich in der klassischen Welt, meinetwegen auch in der Netznutzungsabrechnung schon mal bewegt hat, der versteht diesen Weg der ESA-Abrechnung
1:1, ne? Das ist genau das Gleiche, nur eben vom MSB an den ESA. Und die Wertübermittlung ist eben genau die gleiche, wie sie klassischerweise schon gelaufen ist, meinetwegen, dass der Versorger die Werte bekommt vom Messstellenbetreiber oder vom Netz, nur eben ist jetzt der Dienstleister ESA die Werte bekommt. Und dafür natürlich ein Angebots- und Bestellprozess und dann eben auch der Übertragungsprozess abgebildet werden muss. Zu guter Letzt ist nochmal vielleicht ganz wichtig, dass, also anhand der Dokumente, die es hier so gibt, ist nochmal ganz wichtig, dass es vor wenigen Wochen eine Veröffentlichung gab bei der Bundesnetzagentur, nämlich Mitteilung Nummer 3 zur Umsetzung des Beschlusses WIM am 7. Februar 2024. Aktenzeichen BK6 09034. Wer schon eine Weile dabei ist, kennt das natürlich, das ist der Bezug auf die WIM. So, was steht hier? Erweiterung des Aufgabenumfangs für Messstellenbetreiber, Pflicht zur Übermittlung von Messwerten an den Energieserviceanbieter des Anschlussnutzers ESA auf dessen Verlangen. Mit dem 29.12.23 in Kraft getretenes Gesetz zur Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an unionsrechtliche Vorgaben haben wir auch schon mal besprochen, das ist das, worüber die Bundesnetzagentur in Zukunft viel mehr Macht bekommt, weil sie also die Netzzugangsverordnungen praktisch in eigener Regie neu veröffentlichen darf. Nur halt nicht als gesetzliche Verordnung, sondern als Bundesnetzagenturposition haben wir mal auseinandergenommen. Ich kann mich dazu auch im Zweifel nochmal in Zukunft äußern. So, also auf Grundlage dieses Gesetzes wurde der Katalog derjenigen Zusatzleistungen nach § 34 Absatz 2 Messstellenbetriebsgesetz, die Messstellenbetreiber verpflichtend und diskriminierungsfrei anzubieten haben, erweitert. Nach § 34 Absatz 2 Nummer 13 können vom Anschlussnutzer oder Anlagenbetreiber beauftragte Dritte, somit insbesondere auch der Energieserviceanbieter, die tägliche Übermittlung aller Messwerte verlangen, die vom Messstellenbetreiber an einer Messstelle erhoben und aufbereitet werden. Für die Umsetzung des ESA-Prozesses bedeutet dies, dass spätestens seit Inkrafttreten dieser Gesetzesänderung nunmehr von allen Messstellenbetreibern die WIM-Prozesse zur Anfrage und Übermittlung von Werten durch und an den ESA vollumfänglich im Markt beherrscht werden müssen. Die Beschlusskammer weist abschließend darauf hin, dass sie sich bei der Verwendung der vom BDW erstellten Mustereinwilligungserklärung des Anschlussnutzers zur Übermittlung von Messprodukten lediglich um eine Empfehlung handelt. Die Übermittlung von Werten an den ESA darf daher nicht mit der Begründung abgelehnt werden, dass eine vom BDW-Muster abweichende Vollmacht oder Einwilligungserklärung vorgelegt wurde. Ich habe am Anfang erwähnt, es gab damals diese Empfehlung von vor 2 Jahren. Die ist nicht verpflichtend. Das ist nur die Grundlage, mit der man das gerne im Markt gemacht hat. Es ist dann wohl vorgekommen, dass neue ESAs gesagt haben, ich habe diese Mustererklärung nicht, weil es ist ja nur eine Mustererklärung. Ich habe hier meine eigene Vollmacht. Ich schicke die den Messstellenbetreiber. Und dann haben wohl MSBs gesagt, ja, nö, das ist ja nicht die Vollmacht, die wir kennen, sehen wir nicht ein. Und das ist falsch, weil der Messstellenbetreiber das gar nicht zu prüfen hat. Das ist nicht seine Aufgabe, genauso wie in der klassischen Welt auch nicht der Netzbetreiber immer zu prüfen hat, ob der Versorger wirklich die Vollmacht vom Endkunden hat, ihn zu versorgen. Wir nehmen das an, im guten Sinne, wer einmal in den Markt gekommen ist, dem hat man erstmal grundsätzlich zu vertrauen, also auch dem ESA. Und wenn der ESA halt sagt, ich habe hier die Einwilligung vom Endkunden auf einem Taschentuch, auf einer Serviette, dann ist das so. Oder wenn der halt ein eigenes Formular hat, dann ist das so. Das ist gar kein Problem. Er braucht ja nur diese Einwilligung. Diese Einwilligung hat aber der Messstellenbetreiber nicht individuell jedes Mal zu prüfen. Das wird nur in Sonderfällen gemacht. Genauso wie eben bei Netzen und Versorgern. Also gab es hier wohl ein bisschen Rumor. Oder es hat ein bisschen rumort. Und dementsprechend sind wir jetzt in einer Situation, wo ESAs auch in einer wachsenden Anzahl, wir haben ja gesehen, 120 gibt es mittlerweile, an den Markt gehen und die Messstellenbetreiber damit wohl nicht so standardisiert umgegangen sind, an einigen Stellen zumindest, wie das eigentlich zu erwarten gewesen wäre. Am Ende des Tages sind es aber relativ klare und einfache Tätigkeiten. Der ESA sagt, ich bin jetzt ESA für den Kunden, schick mir mal folgende Messwerte, Bestellprozess oder Angebotsprozess, Bestellprozess, Übermittlung, Abrechnung. Relativ klar. Wenn der ESA dann nicht bezahlt, na klar, dann hört man auf, dem die Dinge zu schicken. Aber bis dahin ist erstmal anzunehmen, dass der das richtig macht und auch im Sinne des Kunden macht. Wir haben jetzt hier nochmal den Verweis aufs Messstellenbetriebsgesetz und dort auf die Zusatzleistungen des Messstellenbetreibers. Darauf können wir ja nochmal direkt eingehen, MSBG. Da gehen wir mal direkt rein und wir sehen hier Zusatzleistungen gemäß § 34 und da haben wir dann Absatz 2 Nummer 13. Das schauen wir uns doch mal an. Das scrollen wir jetzt einfach mal runter bis zur 34. Hier finden wir nämlich dann, also vorher noch,
in der, ich meine, 33 die Pflichtaufgaben des Mächtebetreibers und dann in der 34 die Zusatzleistung. Wir finden beides. Absatz 1 sind diese Pflichtleistungen, Standardleistungen und Absatz 2 sind dann die Zusatzleistungen. Das heißt, Standardleistung des Mächtebetreibers ist natürlich, er betreibt das intelligente Messsystem, das Smart Meter Gateway, schickt Daten raus, er schaut, dass die vollständig sind. Es muss also richtig sein und es muss übertragen werden. Das ist erstmal so die Standardaufgabe des Mächtebetreibers. Und dann im Absatz 2, zum Mächtebetrieb gehören auch die diskriminierungsfrei anzubietenden Leistungen des Mächtebetreibers, die über die Standardleistungen hinausgehen. Und zwar dürfen da Energieversorgungsunternehmen, Direktvermarktungsunternehmer, Letztverbraucher, Anschlussbegehrende nach EEG, Anlagenbetreiber und Anschlussnehmer für sich oder ihre Kunden folgende Zusatzleistungen vom Mächtebetreiber verlangen. Und in dieser Auflistung ist eben auch klargestellt, dass ein Dienstleister des Anschlussnehmers oder des Letztverbrauchers das natürlich auch darf. Und das ist dann eben der ESA. Und dort haben wir den Verweis auf die Nummer 13, also scrollen wir ein bisschen runter. So, die tägliche Ermittlung aller nach § 55 an einer Messstelle erhobenen und nach § 60 aufbereiteten Messwerte an weitere vom Anschlussnutzer oder Anlagenbetreiber beauftragte Dritte im Rahmen der elektronischen Marco gemäß Festlegung der Bundesnetzagentur. Damit ist sogar eindeutig dieser beauftragte Dritte ESA ausformuliert. Der darf das also kriegen. Es ist also nicht nur so, dass man irgendwann mal gesagt hat, ja, es gibt jetzt diese Marktrolle und die darf das bestellen, sondern sie hat einen gesetzlichen Anspruch, an diese Werte auch heranzukommen. Das ist erstmal noch ganz wichtig, um die Rolle des ESA zu verstehen. So, und schlussendlich, was bedeutet das jetzt für mich, wenn ich ESA werden möchte? Ich sage also, ich kann gut mit Werten umgehen, ich kann die gut verarbeiten, ich kann die gut dem Kunden zur Verfügung stellen. Dann muss ich eine Marktrolle werden. Das heißt, ich muss wieder zu dieser Coach-Stelle, wo wir vorhin schon mal waren, beim BDEW. Und jetzt habe ich hier nur... Jetzt habe ich hier natürlich gerade nur PDFs in meiner Lesezeichenleiste. Nicht wundern, ich muss hier mal kurz wieder wegklicken. Also wer es sieht, auf Spotify und YouTube nicht irritieren lassen. Wir gehen auf die Code-Seite des BDW, weil wir dort einen Marktpartner-Code erstmal bekommen müssen, einen sogenannten EIC, Energy Identification Code. Das gibt es für verschiedene Dinge und andere auch für Marktrollen. Wenn ich also sage, ich möchte gern ESA werden, muss dafür eine definierte Marktrolle innerhalb der Energiewirtschaft ja sein, gehe ich also zur Vergabestelle der EICs, gehe dann zur Beantragung EIC, dort gebe ich dann an, was ich will. Ja, ich bin Unternehmen so und so, juristische Person, muss ich meine ganzen Kontaktdaten eingeben. Und dann gebe ich weiterhin an, dass ich jetzt für die Marktrolle des ESA praktisch einen Code haben möchte. Ja, das ist dann hier erst auf der nächsten Seite, dass ich dann angebe, was ich also will. Ja, da komme ich jetzt, glaube ich, also nicht hin, solange ich hier nichts angegeben habe. Genau, ich muss das angeben. Ihr würdet dort dann also auswählen, Marktrolle ESA und dann weitere Daten hinterlegen und schlussendlich kriegt man dann diesen Codenummer. Damit existiert man dann. Na, man ist dann auch in dieser Code-Liste von vorhin zu finden, als dann der 122. ESA. Und damit ist man erstmal existent. Dann meldet man sich beim Netzbetreiber, Messstellenbetreiber, also vor allem beim Messstellenbetreiber, es kann ja auch ein wettbewerblicher sein, und sagt, hey, ich bin jetzt der ESA von diesen Kunden, lass uns mal Edifact aufbauen. Das ist dann dieser Kennenlernprozess, den wir in der GBKE gesehen haben. Und dann würden wir also sagen, alles klar, ich hätte gerne ein Angebot für die diversen Messproduktcodes, die ich brauche. Dann kommt das Angebot, das war das Request for Quote und dann Quotes bei Edifact. Und dann bestelle ich die Werte über Orders. Und dann wird mir das Ganze bestätigt über die IFSTA. Und damit ist dann praktisch die Bestellung, das Abo der Werte gestartet. Und dann kriege ich die per MS-Con zugeschickt. Das heißt, als ESA muss ich eine komplett funktionierende Edifact, Edi@Energy IT-Infrastruktur aufbauen. Ich muss die empfangen können. Das heißt, ich glaube, es ist ja immer noch Open Source. Ich könnte mir B2B bei Practice holen von NLI. Das ist, glaube ich, auch Avato. Und empfange darüber die Edifact-Dateien. Dann muss ich die verarbeiten in mein eigenes IT-System. Ich brauche jetzt also praktisch die Schnittstelle, die das Ganze übersetzt in meine eigene IT-Infrastruktur, in meine Datenstruktur. Und dann habe ich das. Dann kann ich das verarbeiten, meinem Endkunden schicken. Dann kriege ich irgendwann die Rechnung vom Messstellenbetreiber auch wieder über Edifact, über die Invoice praktisch. Und dann bezahle ich das.
und dann ist alles fein. Dann bezahlt mich mein Kunde für die Beratungsdienstleistung oder die Display-Dienstleistung, die ich ihm leiste. Und dann ist alles fein. Ja, das ist der ESA. Der ist also eine relativ klare Stelle innerhalb unserer Marktstruktur. Und jetzt bereue ich, dass ich vorhin das Rollenmodell gar nicht nochmal weiter geöffnet habe. Wir gehen direkt nochmal rein in die PDF. Da war ich ja nur auf Seite 12 in der Tabelle. Wir gehen auch noch weiter runter in das in die Grafik des Rollenmodells. So, diese Grafik ist so wunderbar unlesbar. Wer also gerade den Podcast sieht, wird jetzt gleich nochmal das mitbekommen. So, also auf Seite 20 habt ihr diese Grafik, wo die diversen Marktrollen und Datenobjekte zu sehen sind und wie die miteinander in Verbindung stehen. Wer schon mal in einem Seminar von mir saß, weiß, ich mache da so eine eigene Variante, wo ich das ein bisschen weiter aufteile und auseinandersplitte praktisch. Dort seht ihr dann immer, wie die einzelnen Wege sind, der Kilowattstunde, ne, von der Messlokation bis zur Regelzone und so weiter und so fort. Und hier irgendwo muss ja jetzt der ESA stehen. Und dann guckt man so hin und her, wo steht die denn in Verbindung? Ja, ich sehe den nirgendwo, ich sehe den nirgendwo. Und dann, hier in der Ecke. Der ESA ist hier nämlich separat an die Seite gestellt als Marktrolle, weil er in der klassischen Welt, in der wir abrechnungsrelevant Kilowattstunden verfolgen und zur Abrechnung bringen wollen, ja gar nicht implementiert ist, sondern er an den Messsteinbetreiber so angeflanscht ist und eben sagt, hey, ich kriege jetzt hier bitte die Messwerte auch noch zugeschickt über deine Software oder über das Smart Meter Gateway. Deswegen ist er hier auch ein bisschen nach außen gestellt. Und das ist natürlich für denjenigen, der ESA werden will, vergleichsweise gut, weil er macht nichts weiter innerhalb der Branche. Er muss nur Edifact aufbauen, um die Werte vom Messsteinbetreiber empfangen zu können. Ansonsten, ne, darüber bestellt er über Edifact. Also über Edifact wird Angebot gemacht, Bestellung gemacht, Messwertübertragung gemacht und auch die Abrechnung gemacht. Und dann muss ich eigentlich nur noch ein Konto haben, das Geld vom Kunden bekommt, das Geld an den Messsteinbetreiber überweisen, was der kriegen darf per Preisblatt. Fertig, aus. Ne? Das ist die Rolle des ESA. Und für die, die den Podcast hier sehen, daneben ist auch separat stehend der DP, das ist der Data Provider, den kennen wir aus dem Redispatch, das ist auch nur ein reiner Datendienstleister, ist meistens auch der Netzbetreiber selbst. Nicht wundern, dass die hier beide so separat stehen. Die sind halt nicht in der klassischen rechtlichen, abrechnungsrelevanten oder bilanzierungsrelevanten Marktkonfigurationswelt mit dabei. Deswegen stehen die so alleine. Und das ist sozusagen dann auch eigentlich ein schönes Bild für den ESA, weil er eben gar nicht so viel mehr und weiter zu tun hat. Er muss nur einen guten Mehrwert für den Endkunden bieten, damit der eben bereit ist, ihn das zu bezahlen. Das ist der ESA. Ja. Habt ihr Fragen oder Anmerkungen dazu, dann könntet ihr gerne natürlich einerseits bei Spotify direkt in diese Q&A-Section reinschreiben. Ihr könntet das bei YouTube in die Kommentare schreiben. Ihr könnt das auf der Webseite des Podcasts natürlich auch in die Kommentare schreiben. Und ansonsten bewertet auch gerne immer bei den Podcast-Plattformen Energiekram, damit wir hier auch noch weiter wachsen können und weiterhin spannende Themen bearbeiten können rund um die Energiewirtschaft und die Energiewende, rund um die Digitalisierung, rund um Smart Metering, da ist auch so viel gerade unterwegs, das ist richtig spannend. Paragraph 14, steuerbare Verbraucher, super spannend. Können wir auch nochmal gerne auseinandernehmen, wenn ihr da konkrete Fragen habt, gerne auch unten reinschreiben. Wenn ihr das jetzt gerade ganz aktuell hört, im März habe ich noch einen längeren 20% Rabatt auf meine teureren Produkte, also auf die Videokurse und auf die E-Books auf nenf.de. Ja, also wer den großen 20-Stunden-Videokurs haben will, kann den sich jetzt kaufen für 20% weniger und hat dann lebenslang Zugriff auch auf alle Updates. Und das ist das Entscheidende, weil ich update jetzt gerade all meine Produkte. Die sind jetzt nicht falsch, aber sind halt nicht mehr ganz aktuell. Ich will die mal wieder neu aufnehmen und ergänzen. Und gerade der große Videokurs wird nochmal wachsen von 20 Stunden auf ein paar mehr. Der war ganz früher bei 7 Stunden. Wer schon lange dabei ist, weiß das vielleicht noch. Der war mal bei 7 Stunden und ist nach dem ersten Update auf 20 Stunden angewachsen. Es werden jetzt nicht plötzlich 60, aber er wird schon nochmal deutlich wachsen. Es gibt zu viele weitere Themen. Und deswegen wird er dann auch teurer sein. Wer jetzt noch zuschlägt, kriegt ihn günstiger. Innerhalb des Märzes, bis Ende März ist das Ganze rabattiert. Schlagt da gerne zu auf nf.de, ist auch mit verlinkt in der Beschreibung des Podcasts. Okay, wenn ihr also wie gesagt Fragen habt, Kommentare, was auch immer, gerne noch mit reinwerfen. Und wer das Marco-Abo
haben will oder schon mal hatte, das wird jetzt komplett relaunched, wird neu veröffentlicht. Alle, die schon mal Kunde waren oder noch sind, die kriegen von mir eine ganze Menge Freimonate, weil ich das eben nochmal neu gemacht habe und es auch jetzt einfach besser wird und voll ist und mit vielen tollen Inhalten. Wird auch im Laufe des Märzes fertig. Und danach kann das natürlich auch von jedem neu bestellt werden. Bis dahin ist das zumindest geblockt. Deswegen vielleicht eher der große Einsteigerkurs, unser großes Lernbuch hat 400 Seiten oder auch der Smart Metering Kurs. Das sind ganz spannende Themen, die ein bisschen rabattiert sind im Moment. Alles klar. Dann soll es das gewesen sein für heute bei Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft und für die Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert und bis zum nächsten Mal.